Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Und Herr Fritz hatte vorhin schon erwähnt, 2015 war ich schon hier. Und damals wusste ich nicht, wo das Interesse liegt. Und deswegen habe ich ganz allgemein den Vortrag gehalten. Heute, als Herr Fritz mich fragte, wollte ja eigentlich ein Vortrag über Römer gehalten werden. Ja, und da haben wir gesagt, okay, das machen wir. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die Privileg, dass wir viel Römer haben. Ja? Und insofern, ich fliege auch seit Anfang 2000 in Nordrhein-Westfalen. Das ist jetzt schon etwa 20 Jahre her, also mehr als 20 Jahre her. Und insofern habe ich also in den letzten 20 Jahren viel von den Römern entdecken können. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass Herr Fritz mehrmals in seinem vorherigen Vortrag erwähnt hat, Otto Brasch, der Name. Und der ist leider letztes Jahr verstorben, das, wie Sie die meisten von Ihnen mitbekommen haben. Ich habe in der Prähistorischen Zeitschrift einen Nachruf geschrieben. Er war mein Mentor und auch mein Lehrmeister, also hier möchte ich ihm nochmal danken, dass er mich praktisch in die Luftbildarchäologie angeführt hat. Ja, das war eben wirklich eine Meister in unserem Bereich. Der Otto Brasch hat zwar keine Archäologie ernsthaft studiert, er hatte nur, ich glaube, ein paar Semester in Berlin Vorlesungen gehört, aber er als Hobbyarchäologen sozusagen, ja in Anführungszeichen muss man sagen, hat er wirklich sehr, sehr viel für die Luftbildarchäologie in Deutschland gemacht und auch versucht, dieses Fach in Deutschland auch in der akademischen Bereich zu etablieren. Er hat zum Beispiel als Lehrbeauftragter in Berlin, an der FU Berlin, Veranstaltungen gemacht, unter anderem. Er war auch in München, glaube ich, tätig. Und hat viel gemacht und an dieser Stelle möchte ich ihn nochmal kurz erwähnen, dass er wirklich viel für die Anerkennung der Luftbildarchäologie im Fach getan hat. Ja. Und jetzt nochmal zu unserem Vortrag zurück. Vorhin hat Herr Fritz, Gott sei Dank, die richtige Reihenfolge gesagt, nämlich römische Militärlager und Siedlungen. Das ist eigentlich richtig. Wir hatten, als wir über das Thema gesprochen haben, habe ich gedankenlos einfach gesagt, Spuren römischer Siedlungen und Lager in Nordrhein-Westfalen, das stimmt eigentlich gar nicht, zumindest chronologisch nicht, denn die Römer haben zunächst einmal mit Militärmacht zunächst Gallien erobert und dann auch später versucht, in den germanischen Gebiet reinzudrängen und insofern, also Militär spielt zunächst eine große Rolle, das werde ich dann auch damit anfangen und dann kommt peu à peu dann die Zivilsiedlung dazu, also die praktisch Romanisierung im Rheinland, auf der linken Rheinseite natürlich. Ich hatte in den letzten Jahren auch sehr intensiv im Rahmen der Anerkennung als Weltkulturerbe niedergermanischer Limes viel intensiv gearbeitet, in Zusammenarbeit auch mit dem Rheinischen Landesamt in Bonn. Und wir haben sehr intensiv entlang des Rheins geflogen, also praktisch von Bonn bis zur Grenze zu Niederlande. Und ich habe den Privileg, mein Flugplatz liegt etwa hier und hier etwa. Und das ist so nah an der Lippe, sodass ich die Privileg habe, also wenn ich von meinem Flugplatz im Mahl starte, dann bin ich innerhalb von 2-3 Minuten schon über Haltern. Ja? Das ist insofern ein Vorteil für mich, dass ich dann auch hier entlang der Lippe viel machen konnten. Vielleicht kurz zur Geschichte der römischen Militärlage.
Die Römer haben, wie Sie wissen, Cäsar hatte von 58 bis 51 vor Christus zumindest Gallien versucht zu erobern, also unterzuwerfen durch militärische Macht. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen vor dieser Zeit leider kein einziger Lager gefunden. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. In Heimeskeil gibt es eine sehr bekannte aus cäsarischer Feldzug, ein großer Lager. Die Frau Honung hat dort die Forschung an die Grabung durchgeführt. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie da auch mal kurz gucken. Aber in Nordrhein-Westfalen haben wir zu dieser Zeit also kein einziger Lager bis jetzt gefunden. Und was wir gefunden haben, das ist ab Frühkaiserzeit. Das heißt, die Augustus, also in der Frühkaiserzeit hat man den Beschluss gefasst in Rom, dass man sogenannter Germania Magna auch als römische Provinz erschließen möchte. Ja. Daraufhin haben die Römer 15 vor Christus, die Alpen nochmal überquert und das sind mehrere Legionen in dieses Gebiet entlang erstmal der Rhein nach Norden hin angedrängt. Und das erste Lager oder die erste Militärbasis, was die Römer gegründet haben, war hier in Xanten, sogenannter Vetera Castra I. Und das ist heute sehr genau datiert. Anfangen. Und dann haben die Römer entlang die Lippe versucht, bis zur Elbe vorzudrängen. Ja. Und das Ganze ist unter dem Namen Tiberischer und Drususfeldzug bekannt, also diese militärische Unternehmen. Und bis 9 nach Christus Drusus bei so einem Feldzug vom Pferd gefahren war, gestürzt war, tödlich verunglückt. Und da wurde dieser erste Versuch zunächst mal für ein paar Jahre aufgegeben. Dann irgendwann später hat man wieder angefangen, das ist dann der Varus als Statthalter in Gallien, also in Germanien, auf der linken Rheinseite. Und er hat versucht, dann weiter diese früh gefasste Plan zu realisieren. Und das ist bekanntlich durch Varusschlacht 9 nach Christus dann auch beendet. Ja, noch nicht ganz, aber zumindest vorläufig. Dann kommen noch die sogenannte Germanicus-Rachefeldzug bis 16 nach Christus. Und danach gibt es, also zumindest entlang der Lippe haben wir bis jetzt keine weiteren Funde gemacht. Aber wie wir wissen, Jahrhundert später hat man doch einige Funde gemacht, wo die Römer doch zumindest expeditionsweise Feldzüge unternommen haben. Ja? Und nochmal ganz zurück zur Nordrhein-Westfalen. Und ich werde hier mit Vetera Castra I beginnen. Das ist direkt am Rhein. Südlich von Xanten, auf dem sogenannten Fürstenberg, gibt es eine Endmoräne-Hügel. Auf diese Hügel haben die Römer ihre Militärlager gebaut. In zweierlei Hinsicht haben wir Glück auf diesem Fundplatz. Erstens, wie Sie hier sehen können, ist der Fundplatz überhaupt nicht überbaut, wie bei vielen römische Fundplätze, ja, die später dann durch Siedlungen überbaut worden sind. Hier im Gegenteil, wir haben riesengroße Felder, Ackerfelder, wo die Luftbildarchäologie ermöglicht, großflächig zu prospektieren. Ja. Der Anlass, dass ich auch in Nordrhein-Westfalen fliege, verdankt einer Tatsache, dass ich 2002 in Xanten einen Vortrag über Luftbildarchäologie halten sollte. Und ich hatte aber damals kein Luftbild. Habe ich in Bonn gefragt, konnte man mir vielleicht Bilder zur Verfügung stellen. Da gab es keine Antwort. Ja, was mache ich dann?
habe ich einfach eine Maschine gechartert, dann selber über Xanten geflogen und habe Bilder gemacht. Und mit diesen Bildern habe ich dann den Vortrag gehalten. Und das war der Beginn, also 2002. Und seitdem, wie gesagt, fliege ich dann über Xanten Raum. Bei meinem Vortrag hat der damalige Leiter der Außenstelle gesagt, ja, ist so auf dem Fürstenberg, da haben wir sehr viele interessante Sachen, vielleicht können Sie regelmäßig da schauen. Ja. Das war eben der Anlass und seitdem, also seit das ist 20 Jahre hier, fliege ich hier rüber und wir haben, wenn wir Glück haben, wenn der Bauer auch mitarbeitet, sehen wir sehr viele Spuren auf dem Fürstenberg. Was Sie hier zunächst mal sehen, das Bild ist von Süden nach Norden fotografiert. Wir sehen die letzte Bauphase von Vetera Castra I auf dem Fürstenberg. Und zwar, das ist eine Lager aus Nero, also aus neronischer Zeit, unter Kaiser Nero gebaut. Man sieht hier die südliche Umwehrung, östliche Umwehrung, nördliche Umwehrung. Hier biegt die Umwehrung nach unten, nach Süden, also das ist westliche Umwehrung. Hier ist durch den Bau von dieser Eisenbahndamm relativ viel zerstört, sodass wir hier kaum, also hier als Wiese, können wir wenig Spuren bislang beobachten. Und dann sehen wir die zentrale Hauptstraße Via Principalis, die von Osten nach Westen oder Westen nach Osten führt. In der Mitte sehen wir dann Principia, also das Stabsgebäude und viele weitere Sachen. Zur Orientierung, hier ist ein Valetudinarium des 5. Legions. Und wir hatten dann durch Luftbild auch eine weitere Valetudinarium gefunden. Das werde ich dann gleich auch im Detail dann zeigen. Auf dem Fürstenberg gab es schon seit 1905, also noch zur Kaiserzeit, Ausgrabungen dieser römischen Militärlager. Und man hatte damals, um Arbeitskräfte zu sparen, zunächst Suchschnitte gemacht, also ganz dünne, 1 Meter breite Suchschnitte. Und bis man auf Mauerwerke stößt und dann versucht man entlang der Mauer zu graben, um Arbeitskräfte zu sparen. Ja? Und deswegen, man hatte zwar im Zentralbereich sehr viel schon ausgegraben, aber diese Grabung bewirkt, dass wir dort die Bewuchsmerkmale viel intensiver sehen können. Ja, das heißt also gerade im Zentralbereich, wo wir früher gegrabene Fläche haben, da sehen wir die Bewuchsmerkmale viel, viel intensiver. Ja, werde ich gleich auch zeigen. Aber unsere Prospektion sollte vor allem im südlichen Bereich und vor allem auch im nördlichen Bereich, wo noch bislang nichts gegraben worden war, die Fläche ist riesengroß, also von Süden nach Norden, das ist knapp 1 Kilometer. Und von Westen nach Osten, das ist 600 Meter. Das kann man sich vorstellen. Wir haben auch zum ersten Mal auch, ist uns gelungen, exakt die innere Fläche zu berechnen, nämlich 58 Hektar ist diese Lager groß. Das ist riesengroß, also 2 Legionen Lager. Und Sie werden sehen, alles doppelt. Ja? Also jede Legion hat sein eigenes Krankenhaus, ja, und oder seine eigenen Einrichtungen und deswegen ist da diese große flächige Bau. Das ist zum Beispiel das Principia und Gebäude und Sie sehen auch Principia schon völlig ausgegraben wurde. Wir sehen trotzdem sehr schöne Bewuchsmerkmale. Ja. Und dort, wo nicht gegraben wurden, sehen wir auch Spuren, wie hier im Innenhof von Principia. Principia ist auch hier gerade auf dem Fürstenberg riesengroß. Von Süden nach Norden 120 Meter. Ja. Von Westen nach Osten auch knapp 100 Meter. Das ist ein riesengroßer Baukomplex. Und das, müssen Sie sich vorstellen, auszugraben, das ist schon ein Riesenaufwand, also eine Riesenaufgabe. Und hier unten sehen Sie dann die Spuren von Via Principalis, also von der Lagerhauptstraße.
Das ist auch das bereits ausgegrabene Krankenhaus. Wir sind zunächst mal hier im Norden, die Doppelentwässerungsgräben von Via Principalis. Und das ist das Portikus von das Lagerkrankenhaus Valetudinarium von 5. Legion. Und dann sehen wir hier eine riesengroße Halle mit Säulenbau und die Seiten, ja, sehr wahrscheinlich als Krankenzimmer dienende Räumlichkeiten. Und wie schon gesagt, unsere Aufgabe besteht darin, gerade die Bereiche zu prospektieren, wo bislang noch nie gegraben worden ist. Man muss sagen, die vier Tore, das ist Westtor, Osttor und Südtor, wurden schon gegraben. Also da gibt es schon Befunde. Wie Sie auf diesem Rekonstruktionsplan sehen können, bis dahin, das heißt bis in den 70er Jahre, weiß man nicht oder wusste man nicht, dass diese Umwehrung auch Zwischenwachtürme gab. Ja, wir haben durch die Luftbildarchäologie auch belegen können, werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Im Laufe der Zeit haben wir sehr viele Luftbildbefunde über, also auf dem Fürstenberg. Durch Grabung wissen wir, dass etwa fünf verschiedene Bauphasen, also seit 12 vor Christus bis Aufgabe von Lager Veterakasta I im Jahr 69/70 durch Batava Aufstand wurde das Lager dann niedergebrannt. Ja, die Römer haben dann das Lager aufgegeben und dann nicht weit östlich davon Vetera II gebaut. Ja, etwas kleiner, das heute unter Wasser liegt. Deswegen konnte man nicht prospektieren. Und wir hatten dann also sehr intensiv die verschiedenen auch Bauphasen durch die Luftbild zu erkunden. Da müssen Sie sich vorstellen, das sind also stratigraphisch in verschiedene, ja, Schichten liegende Lager auf einmal zweidimensional auf einem Luftbild wieder sichtbar. Ja. Die Aufgabe ist gar nicht so einfach, diese verschiedenen Bauphasen auseinander zu drüsseln. Ja. Wir sehen zunächst einmal den nördlichen Bereich von Vetera Castra I. Und zwar, das ist die abgerundete Ecke im Nordwesten. Wir sehen das Bild von Westen nach Osten. Hier der Doppelumwehrungsgraben von Nordumwehrung. Ja. Und dann sehen Sie hier in diesem Luftbild verschiedene Baustrukturen, auch hier feinere Baustrukturen, die von der Bauausrichtung hier gar nicht passen zur neronischen Lage, zur letzten Lage. Daher, die gehören, kann man sagen, okay, die gehören einer älteren Lage, also wir müssen dann auch sehen, zu welcher älteren Bauphasen das gehört. Ja. Das ist der Luftbildbefund von das nicht ausgegrabenen Nordtor. Sie sehen hier die Anbiegung von diesem Doppelgraben. Das ist hier noch ein Graben, müssen Sie sich vorstellen. Also biegt dann Lager anwärts. Sie sehen die Pfostenspuren von dem Turmbau. Ja, das ist Nordtor, das ist das einzige Tor, was von den neronischen Lagern noch nicht ausgegraben wurde. Und da haben wir also hier ganz klarer Luftbildbefund. Ragt dieser Turm aus der Mauer heraus? Anwärts, im Lager anwärts. Ja, das ist viel besser zu verteidigen. Man muss auch sagen, das ist nur, also dieser riesengroße Lager dient im Grunde nur zu einem repräsentativen Zweck. Ja, die Germanen waren nicht in der Lage, damals eben diese Lager zu erobern. Ja. Das ist nur, ja, da haben die Römer einfach eine standardisierte Form, Bauform angeführt seit Frühkaiserzeit, dass man eben aus Gewohnheit das Lager so baut. Ja. Und wir sehen dann weiter hier, das ist die Nordumwehrung, Nordtor liegt hier, Sie sehen hier auch Andeutung von diesem Pfostenbau, geht hier dann weiter. Und das ist der Nordost-Abbiegung.
die habe ich, man muss sagen, seit 20 Jahren nur einmal richtig fotografieren konnten. Das ist der verblüffend in der Luftflugarchäologie. Also Brasch hat mir damals gesagt, man sollte sofort dokumentieren, was man sieht, denn man weiß nie, ob die nochmal kommen. Ja, das ist, also diesen Satz hat mich so geprägt und das habe ich auch so verinnerlicht, dass ich sofort, wenn ich was sehe, auch wenn das zunächst einmal nicht so deutlich erscheint, sofort zu dokumentieren. Ja. Das ist das Bild von 2003, also ein Jahr später, als ich dann über Xanten flog. Sie sehen dann, genau, das ist im Spätsommer, also kurz vor der Ernte von Getreidefeld, von diesem Getreidefeld. Und hier sehen Sie dann ja, Andeutungen von Lager- und Währungsgraben, Kopfbau, also massive Steinbauten von Mannschaftsbaracken. Und hier ist ein mittelalterlicher Turm gewesen, das hat mit Römern nichts zu tun. Wenn man etwas genauer das Bild betrachtet, dann sieht man hier an der Ecke hier, der abgerundete Ecke hier, hier und 6 Pfostenspuren. Das ist der Eckturm von der Holzerdeumwehrung. Ja, das sind Pfostenspuren von dieser Eckturm von der, ja, von der Nordostecke. Wenn man das erkannt hat, dann kann man noch sehen, es ist entlang der, der Graben eine sehr, sehr dünne Linie, die hier entlang führt. Das ist der Schwellengräbchen, also Doppelschwellengräbchen von der Holzerde-Umwehrung. Also man muss sehr, sehr genau schauen in diesem Fall. Wie gesagt, es ist nur, ich habe seitdem jedes Jahr versucht, ja, diese Ecke wiederzufinden, um klare Befunde zu machen. Aber vergeblich. Bislang war eben nur ein Valitudinarium bekannt durch Grabung. Wir hatten dann auf unserem Luftbild 2010 einen ganz klaren Befund. Gleiche Bauart, nur 90 Grad gegen Uhrzeigersinn gedreht. Nämlich das Bild ist auch von Süden nach Norden fotografiert. Der Portikus, also der Eingangsbereich, liegt nicht direkt zur Via Principalis, wie Sie hier sehen können, sondern hier befindet sich dann der Portikus. Ja, es ist nur leicht gedreht, also 90 Grad gedreht und gleiche Bauart. Also von der Grundriss hier gleich. Ja. Deswegen können wir ohne Probleme sofort erkennen. Genau, hier sehen wir dann, also von Osten nach Westen fotografiert, jetzt dieses Mal die Südumwehrung, Ostumwehrung, ah ja, hier ist auch der ausgegrabene Amphitheater, der heute auch im Sommer, wenn das Wetter schön ist, wenn kein Corona ist, auch Sommerkonzerte stattfindet. Also wunderschön gebaute Amphitheater. Und man sieht hier auch direkt zur Südangang auch Wegesystem wohl. Und man vermutet hier auch ja, so eine Art Lagerdorf, Kanabe, hier südlich von dem Lager, also außerhalb des Lagers. Nur bis jetzt haben wir sehr wenig Befunde gehabt. Und das ja, Valitudinarium nochmal kann man hier sehr schön sehen. Vielleicht sollten Sie diese kleine Obstplantage merken. Ja, die werden wir gleich als Orientierung brauchen. Und also hier nochmal jetzt von Süden nach Norden fotografiert, die kleine Plantage. Und Südumwehrung, Ostumwehrung und wie gesagt, Westumwehrung habe ich durch Bewuchsmerkmale bislang nicht erkennen können. Ja, weil das eben durch Bau diese Bahntrasse stark gestört ist. Aber ich, durch Schneemerkmale, was Herr Frismann vorhin schon erwähnt hat, Herr Friese, Entschuldigung, vorhin erwähnt hat, kann man hier auf einmal die West-Süd-Ecke erkennen. Ja. Hier konnte man sogar sehr Details von diesem doppelt vorgelagerten Graben sehen. Ja. Da hinten eben
die Umwehrungsbau, also diese Holzerde-Umwehrungsbau. Und aus diesem Grund bin ich auch der Einzige, der über Schnee freut. Also im Winter warte ich auf Schnee, ja. Sobald es geschneit hat, dann versuche ich bei Tauwetter sofort in die Luft zu kommen. Diese Beobachtungsfenster, also Zeitfenster, ist sehr schmal. Das heißt, wenn dicker Schnee ist, sieht man nichts. Ja? Und nur wenn das langsam taut, dann sieht man diese Unterschiede. Ja. Wir haben hier diese kleine Obstplantage nochmal vergrößert auf diesem Bild. Und da sieht man dann viele Details, je nach Bepflanzung dieser Ackerflächen. Und wir hatten dann das, glaube ich, 2013, hatten wir Glück, dass wir relativ trockenen Sommer hatten. Und auf einmal werden die, also hier im Süden, diese Doppelgraben, das ist von Umwehrungsgraben, diese Doppelumwehrungsgraben, da haben wir direkt dahinter Pfostenspuren gesehen. Sie sehen hier, hier, also in ziemlich regelmäßiger Abstände. Und das sind die Zwischentürme, also die Pfostenspuren von Zwischentürmen von dieser Holzerde-Konstruktion. Und dahinter eigentlich ist, kommen die sogenannten Via Sagularis, also Umwehrungsweg, innerhalb des Lagers. Und entlang Via Sagularis gibt es auch verschiedene Bauten. Sie sehen hier auch massive Bauten entlang der Via Sagularis. Und danach kommt erst die Unterkunft von der Legionäre. Und wir sehen hier Doppelreihen von solche Mannschaftsbaracken, also hier trennt, das ist der Mittelpunkt, Hinterzimmer, hier Hinterzimmer, Vorzimmer und dann eine Veranda davor und Doppelreihe. Es gibt dann eine, wenn man hier sieht, das ist der Kopfbau, also immer zur Umwehrung, der Kopfbau und dann Endbau. Das sind auch große Dienstwohnungen von Kohortenführer. Und da die Römer sehr symmetrisch gebaut haben, können wir im Grunde hier mit diesem Bild große Mannschaftsbaracken schon rekonstruieren. Nämlich hier muss man nur eine Lineal ziehen, dann wissen wir, wo diese Baracken endet. Ja? Und hier dann kann man Norden, auch wenn hier der Befund nicht so klar ist, kann man trotzdem hier auch wissen, wo das endet. Ja, da kann man dann schon Plan zeichnen, hier eine einfache Mannschaftsbaracken, also nicht doppelt wie das hier, sondern nur eine einfache. Und das kann man dann sehr viel im Detail erkennen. Auf Basis, also bis 2016, haben wir dann diesen Plan von Vetera Casta I, also der letzte Bauphase von Neronischer Lage, schon rekonstruieren können. Also anhand der beobachteten Pfostenspuren könnten wir dann die Zwischentürme rekonstruieren. Also wir haben die im Grunde diesen Plan dann so aktualisiert, dass wir dann eben Nordtor, also der Torbautypen und Ecktürme kann man dann damit rekonstruieren. Und alle im Rhön-Bereich, das sind die Luftbildbefunde, die wir dann gemacht haben. Außerhalb des Neronischen Lagers suchen wir natürlich nach Spuren von Canabae, also Lagerdorf. Und wir sehen hier nochmal an Detailaufnahmen von Neronischer Lager, das ist diese Doppelumwehrungsgraben, das ist Lager inneren Bereich. Und das ist Glacis, eine freie Fläche vor in Umwehrung. Und dann diesen Bereich sehen wir volle Siedlungsspuren. Wir dachten, ah, jetzt haben wir endlich, das ist hier Stand der Osttor von Neronischer Lage. Und wir haben gedacht, oh, jetzt haben wir endlich Canabae gefunden. Aber dann kommen solche große Bauten. Ja? Und man weiß nicht, ob das also solcher gigantische Hallenbau, auch das sieht sehr ähnlich nach einem Prinzip hier aus,
Und wissen wir nicht, also hier ist ein mittelalterlicher Rollweg. Leider hat diese Schulen praktisch unterbrochen. Also wir haben hier, da fehlt uns einfach die Information, wie diese Bauten weitergeht. So viel, ja, also ich kann tagelang über Wetterau-Kassel 1 erzählen. Wir haben mittlerweile so viel, um Zeit zu sparen. Also muss ich dann einen kleinen Sprung machen. Wir sehen noch eine Detailansicht von dieser ja, Kartierung. Wie gesagt, von Xanten aus, von Wetterau-Kassel 1 und 2 aus, haben die Römer entlang der Lippe Richtung Osten massiert. Marschiert. Und die Lippe wurde als Transportweg, also nicht für die Legionäre, sondern für ihre ja, Bedarf sozusagen, Getreide, alle möglichen, wurden dann über Lippe mit Schiff transportiert. Wir hatten dann, ja, Entschuldigung, da muss ich noch kurz zur Orientierung sagen, wir hatten ja entlang der Rhein immer wieder versucht, intensiver zu prospektieren. Und dann haben wir, ich werde Ihnen gleich Borginatio zeigen, das ist in der Nähe von Carca und dann bei Bad Burgrau haben wir dann ein, ja, praktisch ein neues Lager entdecken können im Rahmen von dieser Weltkulturerbe-Vorbereitung. Und da sollte ich also diese Region intensiv fliegen, haben wir tatsächlich auch Spuren von ein römischer bzw. mehrere römischer Lager entdecken können. Was auffällig ist, dann eine Ecke hier, das ist zunächst mal mit zwei Graben, teilweise später auch sogar, also zunächst einmal mit zwei Graben, später noch mit einem dritten Graben verstärkt. Und hier an der Stelle, ja, sieht man die zweite Erweiterungsbau, geht dann in diese Richtung weiter. Und hier, wenn man weiß, wo die Gräben sind, kann man selbst auf der Wiese diese Spuren auch erkennen. Ja? Und merken Sie diese Tankstelle für die Kühe, das ist eine, ja, so eine Heideplatz für diesen Hof hier. Und ja, das Bild wurde 2015 fotografiert im Sommer. Und das war so wichtig für das Amt. Die haben dann ja, sofort die Grabung auch durchgeführt im November 2015. Und man sieht dann die Holz-Erde-Umwehrung hier in diesem Bereich, dann zwei vorgelagerte Gräben. Ja, und dann innerhalb von dem Lager, also entlang der Via Sagularis, hat man Öfen gefunden. Für was wissen wir heute noch nicht, aber das sind Öfen. Ja? Also in diesen Form kann man es sehr deutlich erkennen. Also hat man jetzt belegen können, dass es hier wieder ein Standlager entdeckt wurde. Daraufhin haben wir ganz systematisch diesen Bereich untersucht, auch mit historischen Luftbildern. Da hat man dann eben neben diese große Lage noch ein weiteres oder zwei weitere Lager gefunden. Ja. Also das ist, die Römer, kann man sagen, wirklich waren sehr aktiv hier bei uns. Deswegen würde ich sagen, auch in Niedersachsen würden wir in Zukunft noch viel ja, mit Lager rechnen können. Und ja, diese Neuentdeckung war auch selbst für sehr erfahrene Amtsleiter Herr Kuno, Jürgen Kuno, eine kleine Sensation. Ja, deswegen hat er auch eine Pressemitteilung gemacht im Rahmen von dieser, da wurde diese UNESCO-Kulturerbe noch nicht genehmigt, aber dann im Rahmen von dessen hat er dann die ja, praktisch eine Pressemeldung durchgegeben. Sie sollen nur die letzten zwei Zeilen lesen. Und in Carca, in der Nähe von Carca, haben wir bislang auch zwei große Lagerspuren. Eine ist von Herrn Brasch entdeckt und das zweite ist von mir.
Das ist das hier, das ist so eine Auxiliarlage. Aus zeitlichen Gründen kann ich Ihnen diese Lage von Brasch leider nicht zeigen, weil da muss man viel Bilder zeigen, um das Ganze klären zu können. Das ist eine riesengroße Lage. Ja, hier ist eine relativ überschaubare Auxiliarlage, sogenannte Buginatium. Das ist auch historisch überliefert. Und man kann hier sehr schön sehen, hier ist eine, bis heute fließt hier ein kleiner Bach und ein kleines Flüsschen. Und das Lager ist direkt an diesem Fluss gebaut und man sieht wieder, wie er prinzipal ist, also Lagertore und dann Prinzip hier, ja, also das Hauptgebäude in Lager. Und man hatte dann später hier auch durch magnetische Prospektion untersucht von der Uni Köln. Das Dumme dabei ist, die Römer haben Steinmaterial von der Eifel geholt. Und Eifel, das sind vulkanische Material. Im Magnetismus oder im Magnetogramm zeigen viele Störungen, weil das sind dann vulkanische, wie gesagt, Herkünfte. Und man kann viel Detail nicht erkennen. Ja? Insofern sind wir wieder auf Luftbilder angewiesen, wo wir sehr viel Details erkennen können, also diese beiden Planen von Magnetogramm und Luftbildern ergänzen sich wunderbar. Also hier zum Beispiel im Süden, das sind die Grabenstruktur viel deutlicher in Geomagnetogramm und hier den Lagerinnenbau hingegen, wo diese negative Bewuchsmerkmale sind, das sind dann eben noch Steinfundamente im Boden liegen. Deswegen konnte man mit Magnetik nicht viel machen. Ja, also es ist einfach überstrahlt. Diese Lage hat eigentlich drei Bauphasen. Das erste Bauphasen ist es hier bis hierhin. Also das ist dann die erste Bauphase. In der zweiten Bauphase wurde das Lager erweitert, südlich von der Straße. Und die dritte Bauphase in der Spätkaiserzeit wurde hier das Lager sehr, sehr stark verkleinert. Gebaut. Ich zeige nochmal ein Detailfoto. Dieses Mal umgekehrt von Norden nach Süden geguckt und Sie sehen dann das letzte Bauphase, die letzte Bauphase. In der Umgebung von Xanten, gerade entlang der Römerstraße von Xanten bis nach Moers, haben wir sehr viel römische Spuren. Und wir haben dann in der Nähe von Alpen, Alpendrupt, so heißt dieser Ort, ein weiteres Kastell, römische Kastell entdecken können. Hier sehen Sie das Stabsgebäude von dieser Lage. Ja, im Winter, also im Winter grün, also das die Bauern haben in der letzten Zeit ihre Ackertechnik geändert. Die haben im Winter, um den Acker nicht bloßzulegen, also die Erosion zu fördern, hat man dann grüne Pflanzen auf ihren Acker bepflanzt. Das werden dann im Frühjahr umgepflückt als Dünger. Ja? Und in dieser Wintergrün sozusagen sehen wir dann auch manchmal Spuren. Und die auch teilweise recht deutlich sein könnten. Also hier haben wir, müssen wir sagen, unterirdisch vermuten wir dann massiver Fundamentgraben. Wir gehen jetzt dann Richtung Lippe. Über Lippe kann ich auch tagelang berichten. Und wir werden noch ein paar wichtige aussuchen von der Lippe-Lage. Hier Haltern. Sie sehen, das alte Stadt Haltern, das ist mittelalterliche Stadt Haltern, sind heute auch in ihrer Grundstruktur noch sehr gut erhalten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte großer Wohnungsbedarf. Deswegen hat man sehr schnell nach dem Krieg die Siedlung erweitert. Und in diesem Bereich lag ein römischer Lager. Das ist das Römermuseum von Haltern. Ja. Liegt auf an der Südumwehrung, also hier etwa lag das Lager von Haltern, das Standlager von Haltern, nur zur Orientierung. Und vor ein paar Jahren hat man die Westumwehrung
von Standlagerhaltern rekonstruiert. Also Sie sehen dann ein Tor, das Westtor, und mit ja, römischer Holzerdebau. RWR hatte so viel Mühe gegeben, und dann hat die Stadt die Begehungsgenehmigung nicht erteilt, weil die Römer nicht die heutige Sicherheitsmaßnahmen entsprechend gebaut haben. Ja. Und deswegen dürfen die Besucher bis heute nicht auf der Umwehrung gehen. Ja. Und ja, das ist halt schade, ja, an sich. Und man hat wirklich, also auch für Behinderte, eine Rampe gebaut, dass sie auch mit ihrem Rollstuhl hochrollen können, aber hilft nicht. Ich habe jetzt einen kleinen Ausschnitt von der bis jetzt bekannten Lagerspuren in Haltern. Also wir haben das Hauptlager, das ist hier, das ist eine mittelalterliche Stadt, ist hier zur Orientierung. Wir haben erstmal hier geguckt, und das ist dann die, ja, das Hauptlager mit einer kleinen Erweiterung hier später. Und noch bekannt ist ein großer Feldlager, an sich eine Marschlager, muss man sagen. Also zur Frühkaiserzeit ist noch nicht so in standardisierter Form, also die Spielkartenform ist noch nicht gegeben, also, sondern sehr stark angepasst an Topografie. Ja, Sie sehen da also überhaupt nicht, keine Spielkartenform, aber annähernd viereckig. Und die Lippe lag, also floss damals so, das ist alter Lipperverlauf, und entlang der Lippe gab es also Gräberfeld, ja, mit riesengroßem Tumulus, und dann auch weitere Kastell, Uferkastell, man hatte sogar Werft gefunden, wo die Schiffe repariert wurden und so weiter. Im Osten gibt es auch eine sogenannte Osterlage, wie Sie auf diesem Plan sehen können, ist alles überbaut nach dem Krieg, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten, der einzige, wo wir noch ein bisschen Spielraum haben für die Luftbildarchäologie, ist in diesem Bereich halt, ja, wo noch ein bisschen grün ist, da konnten wir dann ein bisschen prospektieren, sonst haben wir also überhaupt keine Chance. Auch hier sind wir auch fündig geworden mit der Luftbildarchäologie. Sie sehen dann das Doppelgraben von im Standlager, ja, wunderschön mit abgerundeter Ecke, und Spuren von der Feldlage, ja, nur ganz wenig, ist heute auch schon wieder verschwunden, denn dieser Hof hat sich erweitert. Und ich habe hier noch ein Lager gefunden. Ja, zeige Ihnen gleich im Detail, nur jetzt zur Orientierung. Also Doppelgraben, und was wir hier sehr schön erkennen können, ohne zu graben, Pfossenspuren von der Holz-Erde-Umwehrung. Ja, man kann wirklich viel Details erkennen. Ja. Und in dieser Standlage haben wir hier noch ein Spuren, also ein Graben von einem weiteren, also früherer Lager wahrscheinlich, bevor diese Standlager hier gebaut wurden. Das heißt, auch in Haltern waren die Römer, haben die sehr viel, ja, gebaut, zumindest militärisch. Man muss sagen, als Varus in Haltern als Statthalter war, also hier im Norden als Statthalter war, hat er versucht, Haltern, diese Standlage, zu einer, es war weniger Militärlage, sondern eher so eine Verwaltungslage. Man möchte hier so eine, ja, für die Gründung von einer Provinz, neuen Provinz, mehr wurde Verwaltungen etabliert. Also wir haben hier weniger militärische Innenbauten, viel mehr so große, luxuriöse Dienstwohnungen und auch halt Verwaltungseinrichtungen. Hier nochmal ein Detailfoto, also Feldlager, was bis jetzt bekannt war, und unsere neue Marschlage. Die geht also hier hin. Und das Bild wurde 2011 schon fotografiert. Ich habe auch den Leute in Münster Bescheid gegeben, ja, ich habe ein neues Lager gefunden, Herr Karsmann, damals in Haltern als Museumsleiter. Ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt ein neues Lager entdeckt. Er sagt, ja, wir haben hier viel Lager. Hat ja gar nicht so
ja, so beachtet bis vor bis 2021. Man hat dann das Lager sozusagen neu durch diese Luftbild entdeckt. Und zwar, man hatte dann gemerkt, dass dieser Lager, diese Ecke, passt zu einem viel größeren Marschlager. Dieses Mal aber standardisierte Bauform. Wir haben tatsächlich eine Spielkartenform. Und das deckt sich mit alten, bis jetzt dokumentierten Grabungsergebnissen. Ja, stimmt das überein, sodass man die Größe dieser Lage identifizieren kann. Wie gesagt, Luftbildbefund ist von 2011. Ja. Und gegraben wurde das erste 2021. Und man hat tatsächlich einen Spitzengraben gefunden und gesagt, ah, Sung hatte recht, das ist doch eine Marschlage. Und deswegen wird diese Lage als Marschlage Nummer 2, also eine Feldlage Nummer 2, neulich jetzt bezeichnet. Wir hatten einen Kooperationsvertrag zwischen Uni und RWL, Denkmalpflege, also Amt für Denkmalpflege in Münster. Ich sollte ab 2010 für 3 Jahre erstmal für Westfalen fliegen. Und 2011 hat man mir gesagt, ja, in der Nähe wurde römische Keramik gefunden. Herr Sung, können Sie da vielleicht ein bisschen intensiver fliegen? Ich sage, okay, geht in Ordnung. Fliege ich dann los und am 25. Mai habe ich erster Befund gesehen. Das ist das hier. Dann gesagt, oh, jetzt habe ich eine neue Lage gefunden. Habe ich auch sofort Münster gemeldet und sagen, jetzt habe ich eine neue Lage. Man sagt, Herr Sung, oh, das ist nur eine Ecke, unsicher, fliegen Sie weiter. Ich sage, okay, mache ich weiter. Und am 20. Juni, also knapp einen Monat später, habe ich das zweite Ecke gefunden. Also die zweite Ecke. Und zwar, dieses Bild wurde von Süden nach Norden fotografiert. Und Sie sehen hier, ich blätter nochmal kurz zurück, hier im Süden, wo heute die Lieper fließt, ist diese kleine schöne Waldchen, ja, und das Lager, also beginnt im Grunde hier und verschwindet seine Spuren irgendwo hier. Das ist ein Feldweg. Auf diesem Bild sehen wir das Feldweg, ja, und die Nordwestecke von dem Lager und Nordostecke, ja, bis zu diesem Zaun etwa. Das kann man dann sehr schön da als Orientierung nehmen. Und ich habe dieses Bild Kollegen in Münster gezeigt und habe, ja, das habe ich endlich Beleg dafür. Viele Kollegen sagen, oh, wo ist das? Also wenn man wirklich nicht zeigt, auf diesem Bild sind so viele Informationen, so verwirrende Informationen, dass man das römische Lager überhaupt nicht sofort erkennen kann. Und wenn man aber weiß, wo der Graben ist, kann man auch ein bisschen intensiver das Bild betrachten. Nämlich an mancher Stelle, zum Beispiel hier, sehen Sie hinter dieser Umwehrungsgraben 2 sehr dünne Linien als positive Wuchsmerkmal. Hier haben wir wieder Schwellengräbchen von der Holzerdemauer, also von der Holzerde-Umwehrung, muss man sagen. Hier keine Mauer, nämlich nicht aus Stein gebaut, sondern aus Holz und Erde. Ja, so eine Umwehrung. Und außerdem haben wir viele Gruben natürlich innerhalb des Lagers. Da wir auch zweite Ecke haben und hier im Süden sowieso eine steile Hang, ja, kann man die innere Fläche von dieser Lage schon berechnen, etwa 5 Hektar groß. Ja. Da hat man gesagt, an sich, wenn das als eine Versorgungslage dienen sollte, also keine Legionslage, sondern eine Versorgungslage, war der Lager, also man muss sagen, das Lager liegt etwa hier. Ja, bis zu dieser Zaun hier, das ist das Lager. Und das Lager ist aber zu weit von der Lippe entfernt, weil die Römer haben ja ihre Getreide, ihre Futter für die Pferde per Schiff transportiert.
Da habe ich dann im Sommer nochmal genau geguckt nach der Ernte, ja, im August. Und man findet alter Verlauf von der Lippe. Das heißt, die Römer haben doch hier an der Lippe ihrer Lage gebaut. Also das kann man auch sehr schön dann erkennen. Und da der Befund so wichtig ist, hat Ewer sofort in diesem Sommer, als das Feld also hier abgeerntet wurde, hat man hier so einen Schnitt gelegt. Hier sehen Sie dann der Schnitt, also der Graben, der Spitzengraben, als man das ausgrub, noch 1,60 Meter tief, ja, 4 Meter breit. Und auch die Schwellengräbchen findet man Lager anwärts. Ich hatte ja 2015, als ich hier Vortrag halte, einige von Ihnen hatten nicht geglaubt, dass ich das Lager entdeckt habe. Frau Tremmel hatte anderes gesagt. Jetzt zitiere ich eine Publikation von Frau Tremmel, also Bettina Tremmel. Sie hat dann in demselben Jahr, ich habe auch einen Beitrag geschrieben in Archäologie in Westfalen, und dann geschildert, sie hatte also sehr dezent geschildert, aber erwähnt hat ja dann doch unsere Befliegung, also die Prospektion. Ich beharre in diesem Fall nicht, dass ich der Entdecker bin, sondern ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, wie wichtig Luftbildarchäologie für die archäologische Feldforschung ist. Ja, dafür kämpfe ich schon seit Jahren. Ja, auch im Fach, also in unserem archäologischen Fach Ruhr- und Frühgeschichte, wurde bislang diese Fachdisziplin wenig erkannt, ja, muss ich sagen. Selbst wenn ich selber Ruhr- und Frühgeschichte studiert habe, ich merke schon, in Deutschland zum Beispiel, die Uni Bochum ist die einzige Uni, wo ein Luftbildarchäologe als Festangestellter an der Uni tätig ist, ja, im Lehrbetrieb. Ich veranstalte auch Seminare zur Luftbildarchäologie, aber ich bin leider ein Einzelkämpfer. Ja. In Europa gibt es noch eine zweite Uni, das ist die Uni Wien. Michael Doneus lehrt dort auch, aber er darf auch dort nicht nur Luftbildarchäologie lehren, sondern auch herkömmliche Archäologie. Ich mache auch in meinem Lehrschwerprogramm eher so konventionelle Archäologie als Luftbildarchäologie. Das darf ich ausnahmsweise so nebenbei machen. Ja, das möchte ich nur an dieser Stelle betonen, wie wichtig Luftbildarchäologie in der Feldforschung ist. Das möchte ich nur sagen. Ja. Man hatte dann diese Fundstellen, Sie sehen dann dieser südliche Abhang, nochmal geomagnetisch untersucht. Sie sehen hier, auch hier haben wir das Problem, dass viele Material ja, unheimlich in Geomagnetik überstrahlt. Ja, so dass man zum Beispiel diese Schwellengräben von Holzerde-Umwehrung gar nicht sehen kann. An sich muss man hier viel mehr Detail erkennen, aber das sieht man nicht. Denn die Störungen sind dann zu stark. Ja. Aber was man durch Geomagnetik finden konnte, war noch eine ältere, kleinere Lage gewesen. Ja. Direkt an der Lippe auch gelegen. Und diese Befund haben wir im Luftbild nicht. Denn der Geophysiker ist hier sogar in dem Hof angedrungen, sozusagen. Ja. Haben zwar Betretungsrecht bekommen, aber dann haben die dann dort auch diese Lage noch ein bisschen genauer untersuchen können. Das können wir als Luftbildarchäologen natürlich hier nicht. Ja. Und Frau Tremmel hat mir später gesagt, sie hätte hier am Hang gegraben, also ein paar Zugschnitte gemacht, nichts gefunden. Nicht einmal römische Funde gemacht. Ja. Das, heute wissen wir, sie hat an der falschen Stelle gegraben, ja. Also hier am Hang, weil das keiner stört. Sie hatte dann im Wald einfach ein paar Zugschnitte gemacht, aber dann also gab es keine römische Spur. Der nächste Lager, was ich noch kurz erwähnen möchte, Sie haben so viele Lager jetzt gesehen, werden langsam zur Siedlung gehen, ist an Rippen bei Delbrück. Und zwar, das ist auch ein Lager, was direkt an der Lippe gebaut ist. Hier sehen Sie die Lippe.
Die Lippe, man muss sagen, hier ist ein Sand, also der Untergrund ist sandig und deswegen der Fluss hat mehrmals auch das Lager überschwemmt. Ja. Das war gerade in der Nähe von Lager, von der Lippe haben wir kaum Lagerspuren durch Überschwemmungen. Und man hatte dann, also der Sebastian Kölbaum hat dann hier das Hauptteil untersucht. Auch hier hat er eine Grabenfläche gemacht. Danach, das ist also südlich hier, wir gucken von Norden nach Süden. Und das ist die Doppelgräben und dann die Umwehrung. Zur Orientierung, zu seiner Bedauerung hat er damals für dieses Feld von dem Pächter keine Betretungsrecht bekommen. Deswegen ist seine Grabung hat hier aufgehört an der Stelle. Man sieht dann, hier haben wir keine Spuren mehr. Und 2021 habe ich hier dann weitere Spuren, nämlich von Zentralbauten, Principia gefunden. Was Herr Köbelung sehr bedauert hatte, weil der hat damals von den Bauern einfach keine Betretungsrecht bekommen. Ja? Und ja, deswegen auch Geomagnetik darf man nicht machen. Also der Bauer war sehr stur, ja. Und er konnte mich aber nicht verhindern, dass ich drüber fliege. Deswegen hatten wir dann die Möglichkeit, ja. Ich zeige Ihnen noch ein paar Details. Also man kann wirklich sehr viel, also anhand von diesem Luftbildbefund, der Grabungsplan nahtlos ergänzen. Ja? Also das ist dann also verblüffend auch. Und dann außerdem sehen wir die Erweiterung im westlichen Bereich, also wo der Graben hier, also der Umwehrung, wissen wir, Sie sehen wieder diese Doppelgräbchen von der Holz-Erde-Umwehrung. Ja, das ist uns sehr vertraut. Und dann ein Graben, zweiter Graben, ja, also doppelt vorgelagerte Graben. Und innerhalb vom Lager sehen wir Pfostenspuren von der Mannschaftsbaracken wieder. Ja, also hier haben wir dann auch ja, im Grunde von der Holzerdebau, im Grunde die Römer haben ähnlich wie Fachbau gebaut, also für ihre Mannschaftsbaracken. Hier haben wir dann sozusagen die Pfostenspuren. Jetzt komme ich zum Marschlager. Ich glaube, viele von Ihnen sind gespannt auf Marschlager, weil wir waren hier auch in Niedersachsen manche dieser Spuren entdecken. Herr Brasch hat auch hier einige Lager entdeckt. Und standardisierte Bauformen kann man hier sehr schön erkennen, also Spielkartenform. Und manchmal kann man auch Torsituationen sehen, nämlich hier eine sogenannte Clavicula, also eine halbkreisförmige Schutz vor dem Angang. Auch hier finden wir im Süden Pendant davon. In der Nähe von Xanten, im Radius von ja, Wittera Castra 1, etwa 10 Kilometer, findet man zahlreiche solche Spuren. Mein Vorgänger Scholar hatte 78 solche Lager entdeckt und mittlerweile, wir haben diese Anzahl enorm erhöht. Wir haben also bis jetzt über 130 solche Lager. Ja, also sehr viel, in großer Zahl. Manche liegen ganz schön brav alleinstehend im Feld. Hier in diesem Fall haben wir ein Zuckerrübenfeld und sehr deutlich zu erkennen. Manche haben aber schon Überlappungen. Wir sehen an selber Stelle immer wieder Lager in verschiedene Größe gebaut. Also hier haben wir mindestens 4 solcher Lager. Ja, kann man das erkennen? Hier auch, ja, an der Stelle mehrere. Also man sieht also mindestens 5 solcher Lager. Man sieht da immer, hier war es die Ecke, auch Clavicula, sieht man immer wieder. Und in diesem Sommer, letzten Sommer, Entschuldigung, das ist schon ein neues Jahr. Im letzten Sommer war ja, das Jahr an sich, ich habe gesagt, es ist kein guter Jahrgang für die Luftwiderstand, denn die Trockenheit und die Hitze kommen zu früh. Die
Wintergetreide und Sommergetreide kommen gar nicht zur Bildung von Bewuchsmerkmalen. Ja? Aber wir haben dann im Spätsommer, im August, sehr trockene und heiße Tage. Dadurch haben wir in Maisfeldern oft viele Sporen sehen können. Ja? Hier sehen Sie dann, wir haben hier Zuckerrübenfeld. Und ja, das Lager ist wunderschön zu erkennen. Hier, das ist dann ein Spargelfeld. Spargel ist Feind von Luftbleichologen. Ja. Man sieht keine Spuren. Ja. Und, aber in so einer trockenen Sommermonaten sieht man deutliche Spuren, selbst im Mais. Das ist Maisfeld. Ja. Sehr deutliche, sehr klare Spuren. Einige Wochen vorher hatte ich im Sommerfeld, also im Sommergetreidefeld, gesehen, wie dicht diese Marschlager sind. Ja. Das ist südlich von Xanten und ja, eine nach dem anderen. Ja. Und manchmal, wie gesagt, gibt es Überschneidungen. Man sieht das sehr schön hier, zum Beispiel das Raublager. Hier, also mit einer Torsituation, noch eine Torsituation und so weiter. Ja. Und hier sieht man eine Torsituation mit einer ja, Titulum, also eine gerade Graben mit einem Wal dahinter, geschützte Angangssituation. Ja, da kann man viel Spaß haben, um einzelne Lager auseinander zu dröseln, ja, also bei diesem Luftbild. Hier haben wir auch, Herr Fries hatte vorhin schon sehr viel über Methode erzählt, werde ich hier sparen. Aber das Bild ist schon interessant insofern. Also wir haben hier wieder eine Hangsituation. Das ist rheinische Niederterrasse. Und hier haben wir eine kleine Erhöhung, also auch wahrscheinlich eine Moräne-Hügel. Und man kann hier sehr schön sehen, das ist eine Angangssituation. Hier auch eine Angangssituation mit Titulum. Das geht dann hier. Also das ist, im Getreidefeld ist natürlich sehr deutlich zu erkennen. Dann geht es in diese Wiese rüber, also hier im Maisfeld sieht man immer noch, zwar grob, aber immer noch. Ja. Selbst im Wald sieht man das. Das ist die Ecke, abgerundete Ecke. Dann geht es hier weiter. Ja. Also Sie sehen, man muss also genau hinschauen, also man kann auch eben neben Getreidefeldern auch in anderen Bewuchs manche Spuren entdecken können. Ich gehe davon aus, als dieser kleine Wäldchen aufgeforstet wurde, war der Graben noch zu erkennen. Deswegen hat man entlang dieser Graben die Bäume aufgeforstet. Deswegen haben wir hier eben einen wunderschönen ja, Hinweis. Jetzt kommen wir endlich zur Siedlung. Die Römer haben dann auf der linken Rheinseite etabliert und haben eine Provinz, niedergermanische Provinz gegründet. Und für die Veteranen, die haben also die Legionäre vor Ort rekrutiert und für die ja, Veteranen haben sie dann schönes Leben am Lebensabend versprochen. Für diesen Zweck haben die Römer 100 nach Christus diese Stadt gebaut, der sogenannte Colonia Ulpia Traiana. Nördlich von den Alpen gibt es nur drei solche Kolonien. Also Städte, die als Kolonie zu bezeichnen ist. Und zwar Xanten ist eine davon, Köln, Trier. Ja? Und das Interessante ist, Köln ist überbaut. Man hat zwar nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel untersuchen können von der römischen Stadt. Nur heute, wenn man die römische Stadt sehen möchte, muss man in den Keller gehen. Ja? Das sind die Mauerreste noch erhalten. Und in Xanten haben wir den Vorteil, dass in der römischen Stadt kaum Bauten sind. Die wenigen Bauten, die versuchen man langsam auszusiedeln. Ja. Es gab hier auch eine Landesstraße, die durch die Stadt geführt wurde, wurde dann diese Straße verlegt, als eine Umgehungsstraße gebaut, und sodass hier das gesamte römische Stadt praktisch jetzt als archäologischer Park erschlossen wurde.
vielleicht zur Orientierung, wir haben Amphitheater, wir haben Hafentempel und wir haben, sehr wichtig für die Römer als Luxussymbol, Thermalbad. Ja? Also hier kann man, also heute, das ist Römermuseum von Niederrhein, und hier kann man auch die Baufundamente von dieser Thermalbad dann bewundern. Wir sehen dann nochmal zur Orientierung Thermalbad, und wenn man Glück hat, seit 2018 haben wir extrem trockenen, heißen Sommer. Deswegen, also außer 2021 war das relativ mild, aber ansonsten 18, 19, 20 und dann jetzt 22 im Sommer finden wir immer, also Sie sehen, die Stadtmauer, die kann man sehr schön erkennen. Also Eckturm, Zwischenturm und so weiter. Ja? Die kann man dann sehr leicht erkennen. Und wie gesagt, selbst hier finden wir immer wieder Spuren von römischer Bauten, die noch nicht ausgegraben worden sind. Ja? Hier sehen Sie neben Thermalbad, finden wir auch hier wieder Baufundamente, die dann auch selbst in Weser bei Trockenheit wieder sichtbar werden. Ja, Thermalbad. Wenn man vom Bad spricht, gerade römischer Bad, ist es natürlich ein Luxus. Die Römer brauchen klares Wasser. Ja? Und täglich werden dann Bäder mit frischem Wasser versorgt. Vormittag dürfen die Frauen baden, nachmittag dann kommen die Männer dran. Und, aber innerhalb von CUT, also zur Colonia Vulpia Traiana, hat man kaum Wasserquellen gefunden. Man hatte zwar einige Brunnen, einige Zisterne, aber dieses Wasser reicht überhaupt nicht für diesen Bedarf und dieses Thermalbad. Und auch wenn diese Stadt direkt am Rhein liegt, war das Rheinwasser für die Römer nicht sauber genug. Ja? Außerdem ist es schwer, das Wasser vom Rhein zu nehmen und dann in Thermalbad zu führen. Deswegen Archäologen suchen nach so einer Art Aquädukt, also eine Wasserkanal oder Wasserbauten. Und 2007 ist mir gelungen, dieses Foto zu machen. Und zwar, man sieht zwar auch auffällig ist ein, ein Marschlager, hier wahrscheinlich ein weiterer Lager. Und dann sieht man entlang der Gelderstraße so kleine Pünktchen, die aber größer als normale Pfostenspuren darstellt. Und da habe ich gesagt, das könnte eventuell so eine Spuren von einem Aquädukt sein, also die Pfeile, Fundamente von diesem Aquädukt. Außerdem, wir sehen hier auch einen Graben, ja, was eventuell hindeutet, dass die Gelderstraße, die Schnurgerade, ja, von Xanten nach Gelder führt, eine römische Straße war. Ja. Und Aquädukt entlang römischer Straße, das kennen wir. Ja. Deswegen haben wir gesagt, das könnte eventuell ein Hinweis für ein Aquädukt sein. Die Kollegen waren begeistert. Am Niederrhein haben wir gesagt, okay, wir machen Geld locker. Und hier nochmal, bevor das Geld locker gemacht wurde, haben wir vor Ort nochmal diese Spuren nochmal fotografieren lassen. Und das ist Bewuchsunterschied, also Wachstumshöheunterschied von 20 bis 30 Zentimeter. Also auch schon sehr auffällig. Im Luftbild sieht das zwar dunkelgrün, aber man sieht hier dann auch Höheunterschiede ist auszumachen. Ja, die Kollegen haben dann ein Jahr später Geld bereitgestellt und die Stellen tatsächlich dann gegraben und festgestellt, ja, tatsächlich, das war römische Bauten, das ist Zement, römischer Zement. Und als von Grundierungen von diesem Aquäduktfallenfundament. Ja. Die Steine wurden, muss man sagen, wir sehen dann bei gerade in Xanten viele positive Bewuchsmerkmale.
Normalerweise, wenn man Steinbauten vermutet, muss negativ bemutet sein. Ja? Aber wie wir hier wissen, wurde Steinbaumaterial vorher schon entfernt. Wir wissen, dass auch im Mittelalter, in frühen Neuzeit, in Xanten, viele Menschen haben dann durch Verkauf von diesem Steinbaumaterial gelebt. Ja, also die römische Bauten wurde als eine Art Steinbruch benutzt. Ja. Und die Römer haben, wie gesagt, die Steine, die Bausteine per Schiff von Rhein, von Eifel nach Xanten transportiert. Die Römer auf der linken Rheinseite, sobald das politisch in Griff hatten, hatten sie dann versucht, ihre Grenzen zu sichern, ja, indem sie Truppen stationieren, ja, Xanten, Mörs und dann auch Neuss, Bonn, Köln, ja, entlang finden wir immer wieder solche Militärlager. Also diese Truppen brauchen enorm viel Nahrungsmittel. Deswegen hat man ja in der Nähe, gerade wo Eifel liegt, viele sogenannte Villa Rustica gefunden. Villa Rustica. Hier sehen wir so ein Spuren, also von so einer Villa. Wir kennen Befund von Villa, römische Villa, Gutshof, sehr gut in Italien, ja, auch nördlich von Alpen, in Bayern zum Beispiel. Ich bin auch durch Brasch in Bayern, Baden-Württemberg ausgebildet. Ich bin oft mit ihm geflogen, haben wir viele solche Villen aus der Luft beobachten können. Aber am Niederrhein, gerade auf Eifel, finden wir andere Bauarten von Villen, die nämlich enorm groß sind, viel, viel größer als das, diese einzelnen römischen Gutshöfe. Und hier zum Beispiel, das ist auch in Kölner Bucht gefunden worden, im letzten Sommer. Und man sieht also neben diese Hauptgebäude, die an sich hier ausmacht, viele Anbauten, also weitere Erweiterungen. Das heißt, diese landwirtschaftlichen Betriebe waren sehr, sehr groß gewesen. Ja. Die dienen auch speziell zur Versorgung von Tropen, also die ziehen speziell auf die Überschuss von Getreideproduktion. Und daher haben sie diese riesengroße Dimension erreicht. Hier bei Jülich zum Beispiel. Sie sehen, das wäre eine Standard-Villa gewesen, aber dann haben wir eine riesengroße Erweiterung, hier auch eine riesengroße Erweiterung. Und wo hier negativ Bewuchsmerkmale sind, auch hier, kann man davon ausgehen, dass Fußbodenheizung noch im Boden vorhanden sind. Also nicht nur Fundament von Steinmauer, sondern eben auch hier Fußbodenheizung muss da vorhanden sein. Hier sehen wir die Dimension von dieser Gutshof, nämlich das ist der große Herrenhaus. Und dann wir haben hier wirtschaftliche Gebäude, also hier wahrscheinlich angelehnt an der Mauer. Also die sind auch immer mit einer Steinmauer versehen. Wahrscheinlich Stallungen und auch wirtschaftliche Gebäude, also verschiedene Größe kann man dann immer wieder finden. Im Braunkohlerevier, wo Gasweiler heute, also in der Nähe von Lüttich, also Lützerath, was in der letzten Zeit in der Presse sehr oft zu hören ist oder zu lesen ist, liegt etwa hier. Ja. Das ist nicht so weit, also ein paar, zwei, drei Kilometer östlich davon, haben wir eine Grabung, der Braunkohlergrabung. Und hier sehen Sie ein römischer Villa Rustica. Ja, also wird gerade freigelegt. Ich habe die Kollegen sehr bedauert, dass sie hier nicht geguckt haben, also die Grabenfläche nicht bisher erweitert haben. Hier sind nämlich weitere große Hallenbau im Luftbild dann zu sehen. Das war auch vom Sommer 2022. In der Spätkaiserzeit wird die Zeit immer unruhiger. Die Germanen überqueren den Rhein und versuchen immer Reichtümer auf der linken Rheinseite zu plündern, zu beuten. Gibt es immer wieder solche
Raubzüge. Und was machen die römische Gutshofbesitzer? Die bauen dann solche sogenannte Burgus. Das ist im Grunde ja eine, das ist ähnlich wie Burg, ein massiver Turm als Wehrturm. Und Sie sehen dann, dieser Wehrturm wurde mit einer Palisaden noch verstärkt. Dann zwei vorgelagerte Graben. Ja? Das ist eine typische römische Burgus, also Standardform. Wir finden in verschiedenen Formen, also Burgus, wir sehen hier nochmal ein Graben mit Eingang, dieser Fundament von dem Turm, das massive Steinturm, und dann Pfostensporen von diesen Palisaden. Ja, immer wieder findet man das und in der Nähe finden wir auch Pfostensporen, die auf Siedlungen hindeuten. Ja, also in Gefahrsituationen fliehen die Leute sozusagen in den Burgus hinein. Manchmal finden wir solche Burgus auch als doppelt, als Geschwister. Und ich muss mich nur ein bisschen beeilen. Also wir haben typische kaiserzeitliche Pfostenbauten, die ja immer wieder zu finden sind. Wo gelebt werden auch gestorben. Und deswegen finden wir auch immer wieder Hinweise auf Nikopolis. Dann hier in der Nähe von Xanten, das ist südlich von Xanten, also hier der Innenstadt von Xanten, Römerstraße. Entlang der Römerstraße finden wir immer wieder solche Grubenspuren, die eben auf ein Gräberfeld hindeuten. Ein Teil wurde hier bei Baumaßnahmen schon ausgegraben, also ist ein bekanntes Gräberfeld jetzt. Ja, hier sieht man auch im Sommergetreidefeld, im Ausreifungsbereich, sehr schön. Wir haben hier auch solche Grabgärten, also Gräben, die als Grabgärten gedient haben könnten. In Kölner Bucht finden wir auch große solche Anhegungen mit Spuren da drin. Konnte auf römische Grabgärten hindeuten. Und das kann man erst wissen, wenn man das gegraben hat. Ja, also anhand von Luftbildbefunden kann man das nicht eindeutig sagen. Man findet solche Anhegungen immer wieder, auch in der Nähe von Siedlungen. Ja. Also man weiß eben durch diese intensive Befliegung, wie dicht die Siedlungen sind, also wie. Und dann auch, wir finden bislang also hunderte von solchen Grabgärten, also Verdachtstellen für Grabgärten, also hunderte davon. Manche sind dann nebeneinander gebaut, die sind wahrscheinlich nicht gleichphasig, ja, aus verschiedenen Phasen. Und manche sogar mit Überlappungen, mit prähistorischen Hügelgräber, also Hunsrück-Eifelkultur, als Stichwort Verdacht eben auf große Grabhügel. Und damit bin ich fertig. Danke Ihnen.